Hallihallo. Was war das denn? Hallihallo, hier ist die Brokkoli-Brigade mit der Winky, der Zeudererbse, dem Säcke und dem Henrik Zililander, Zililander Henrik. Und wir spielen gerade Warframe, ein Vierspieler-Koop. Gemetzel mit was neu auf Steam rausgekommen ist und was sich so ein bisschen Science-Fiction-mäßig und mit Samurai-Schwertern und blubbibla orientiert. Und ich glaube, wir werden sogar schon gleich angegriffen. Was? Ja, von mir. Wir haben, hör mal auf zu hauen gerade eben, sonst höre ich mich selber nicht. Wir haben auch, ist so ein bisschen wie Borderlands 4-Player-Koop, du kannst Skills lernen, du kannst deine Waffen hochleveln, du kannst hier looten, du kannst Missionen abschließen nach und nach, hast oben rechts deine Lebensenergie, Schildenergie, hast einen Spezialangriff, so wie ich mich tarnen kann. Zack, bin ich getarnt. Wieso hab ich das nicht? Wo du musst es ausrüsten, du kannst es aber am Anfang noch nicht. Achso. Ich finde und kann Sachen hier zum Beispiel looten, aufmachen, Sachen finden. Oben links haben wir die Karte. Unten rechts die Waffe. Wir haben einerseits ein Maschinengewehr, dann haben wir eine Pistole am Anfang und wir haben unser super cooles Ninja-Schwert. Davon können wir Sachen freischalten. Das ist ein Free-to-Play-Game, wo wir Sachen uns kaufen können, so Stück für Stück. Auch neue Warframes, das sind die Charaktere. Und ja, wir haben unterschiedliche Moves natürlich und da gibt es auch unterschiedliche Builds bei den Klassen. Es gibt Heiler, es gibt Supporter, es gibt richtige Tanks und wir haben, ich habe den Loki genommen, der ist eine Art, ja, der sich so ein bisschen verstecken tut. Der Excalibur, glaube ich, den die anderen alle haben. Nee, den Excalibur, warte mal, haben wir einen? Ja, ich bin Excalibur und das Winky auch. So ein Arounder und Säcke hat den Volt, der macht Elementarangriffe, glaube ich. Ja, ich denke, der ist so mit der Schadensausteiler und halt genau Elementarangriffe, vor allem Elektro und so weiter. Und wie ihr hört, kann so Täuben auch, Volt Control und so, ja. Die Musik ist so ein bisschen... Habt ihr ausgemacht. Die Musik ist japanisch orientiert und da sind schon die ersten Gegner. Ich finde das nett, mit diesem guten Angriff kann man dann die Gegner zum Teil mit einem Hit platt machen. Oh, sie kommen. Sie haben es gelockt irgendwie. Worum geht es denn jetzt hier eigentlich? Also, was sind das für Leute? Wir sind Beschützer von einer aussterbenden Rasse und sollen diese, wie heißt die, Greener, sollen wir platthauen, damit die Rasse wieder leben kann. Also es ist nicht viel Story dabei, aber ein bisschen. Naja, okay. So behelfsmäßig, dass irgendwas da ist. Aber so viel ist da nicht da. Wie bei Planet Side. Man muss bei den Gegenständen einfach nur drüber laufen. Ja, genau. Ja. Wartet mal kurz. Die können uns unter anderem nicht da durchlaufen, bitte. Gerade ja, eben. Doch, sorry. Oh, da ist schon einer. Das war sorry. Es gibt zwischendurch die Möglichkeit, dass die Feinde uns einfangen. Was? Ja, die können uns in einer Region einsperren. Dann müssen wir schnell unsere irgendwo so ein Hackterminal finden, das schnell aufhacken. Und ich sehe gerade, die Map ist anders. Die ändert sich jedes Mal anscheinend. Die ist auf jeden Fall nicht dasselbe, das letzte Mal nicht so gut. Zack. So, bleibt mal zusammen. Wir trennen uns gerade, das ist nicht gut. Seid ihr noch da? Ja, ich bin leider. Ich glaube, wir müssen zu diesem Ausrufezeichen. Auf der Nacht. Ja, genau. Oder wir sollten halt alles so mitnehmen. Und wenn ihr merkt, dass die Schilde down sind, also die blaue, dann zieht euch ein bisschen zurück. Das lädt wieder auf. Die Lebensenergie, glaube ich, lädt nicht auf. Ah, hier ist einer! Nee, lädt nicht auf. Und irgendwie hatte ich auch mal eine Taschenlampe. Aber die habe ich irgendwie ausgemacht. Ich kann aber schnell schauen. Oh, fast! Nahkampfangriff. Hier ist irgendwo so ein... Vorsicht! Wo denn? Die machen richtig viel Schaden, wenn sie sich erwischen. Vorsicht, da kommen noch mehr! Ich habe irgendwie Probleme, euch auseinanderzuhalten. Ja, ich auch. Deswegen habe ich mich grün angemalt, damit man mich so ein bisschen unterscheiden kann. Wie kann man das denn? Das kannst du im Menü, was wir nicht gezeigt haben. Oh nein, ich bin runtergefallen. Dann machen wir das nach der Runde, würde ich genau sagen. Genau. Bisher macht das einen recht flotten Eindruck, das Spiel.
Ja, es hat ein paar coole Moves, so wenn man sich so bewegt und so. Die Animationen sind schon ganz nett zum Teil. Es ist halt ein recht schnelles Spiel. Ja, und hat einen Itemshop. Ja, das ist Fluch wie auch Segen natürlich. Mehr Kamera Fluch macht als manchmal Segen, würde ich sagen. Ja, ich habe schon häufiger gelesen, dass viele Leute gesagt hätten, es wäre schöner, wenn man einmal 40 Euro ausgibt für ein gutes Spiel. Ja. Ich denke, Downs ist halt Gegner, das ist doch echt beschissen. Gibt zum Glück keinen Teamkill. Nee. Ja, das wäre noch schöner, den hätte ich euch schon längst umgebracht, glaube ich. So, da gehen wir noch nicht lang. Ach so, ja, lass uns da noch nicht lang. Dann können wir hier drüben erstmal nach Items nochmal gucken. Also haben wir uns jetzt ausgeschlossen. Dann können wir hier an diesen Terminals, können wir hacken. Oh, da sind neue Leute. Die überfallen uns gerade von hinten. Also einer muss das Terminal mal hacken. Ja, ich mach. Das ist auch nur so ein Schalter-Puzzle-Dingsbums. Achso, das ist ein Puzzle. Das geht ganz schnell. Ja, würde ich das abbrechen. Ich mach. Zack. Ich konnte nicht weg. Fuck. Oh fuck, schnell. Das war wohl nichts. Doch, ich hab's doch. Ah, sehr gut. Ich dachte, ich musste irgendwie nur drücken. So wie bei anderen. Oh, da kommen noch mehr. Ja, okay, dann lass uns den Reaktor zumindest schon mal hin. Ich weiß nicht, es hat halt. Ich find's schon ganz nett, weil es so einen schnellen Charme hat und weil es dieses asiatische Kampfkunst-Ninja-Gedüdel miteinander verbindet. Das mag ich eigentlich ganz gern. Ja, es hat halt. Es fehlt so an einigen Ecken und Kanten. Also man merkt, dass das Spiel durchaus. Ja. Ganz frisch raus. Ja. Ja, aber es. Ist sehr schade, dass heute das Spiel oft unfertig auf dem Markt kommt. Ja, gut, das ist ja ein MMO, also. Als MMO kam es ja neu raus und deswegen. Ich beschütze die Tür, ihr müsst den Reaktor runter machen. Und dann diese Ecken. Ich bin hier alleine. Warum? Ich geh zurück, kein Problem. Du kannst auch sterben, wenn du stirbst. Du hast ungefähr 5 Freileben. Ne, 4 Freileben, glaube ich. Oder 5? Ne, 4 Freileben. Und wenn du die verbraucht hast, musst du einen Tag warten, damit sich das wieder auflädt. Was? Oder du gibst halt Geld aus, wovon du 50 Punkte von vornherein geschenkt bekommst. 5, glaube ich, kostet das. Das einmal wiederbeleben. Oh nein. Und das spornt dich halt dazu an, dass du möglichst nicht scheiße spielst. Das spornt dazu an, Itemshop. Auch, ja. Natürlich. Ja, das ist. Aber gut spielen, nicht sterben, ist doch unser Motto. Ja, so wie bei Bowser. So, halt, stopp. Nicht vorlaufen. Die gibt uns manchmal Tipps. Verschanzt euch mal so ein bisschen. Die geben uns manchmal Tipps. Ich brauche keine Tipps. Dass hier, dass neue Truppen auf dem Weg sind oder dass die uns eingesperrt haben oder was. Also das ist immer. Gibt's denn da Tipps? Wo siehst du das denn? Das hat die Frau vorhin gesagt. So. Das ist unser Hub quasi. Die werden jetzt gleich von irgendwo durchbrechen. Oder manchmal verstecken die sich, glaube ich, auch. Hier muss mir mal jemand helfen. Ich komme. So eine Doppeltür. Warte mal, bevor wir die Tür aufmachen. Einer stellt sich mal bitte hier hin. Und der andere auch so, dass wir da gleich reinfeuern können. Ja. Ich habe Taschenlampen an, wieso auch immer. Ich weiß auch nicht, wie das geht. Ich guck nochmal kurz. Das geht automatisch. Hier sind noch ein paar Fässer. Hier sind diese grünen Fässer. Manchmal sind das so grün leuchtende Fässer. Die könnt ihr auch kaputt machen. Ja, alles was grün ist, Mann. Oh, von hinten kommen wieder Einheiten. Wir waren zu langsam. Wieso? Ich hab angeblich ein Level abbekommen oder so. Ja. Ja, dann kannst du einen Skill nutzen von dir. Ja, der ist aber noch nicht ausgerüstet. Ja, aber dann nächste Runde halt. Genau. Stellt euch wieder auf. Ich guck nur kurz, ob hier nochmal Items sind, aber. Oder ihr könnt auch mitkommen, dann können wir nochmal gucken. Es gibt ich hier weiß nicht, wer von euch wer ist und Wir können jetzt auch einfach mal die Tür öffnen. Also aber Loot! Ich liebe Loot! Das ist eh nur ein Leben oder so. Also nein, da sind Credits drin, da ist Geld drin. Und manchmal sind da Karten drin, also Modifikationen drin. Aber jetzt hier sind leider keine. Ja, sag ich. Ich hab das schon häufiger gehabt. Echt auch, Karten? Ich hab auch eine Karte drin gehabt mal. Wow, okay. Da kommen Typen, ja. Ich halte sie gerade ab. Ja, weil wir so lange brauchen.
Jetzt sollten wir wirklich vorgehen. Okay, okay, okay. Stellt euch wieder auf. Ich mach die Tür auf mit Säcke. Sagt Bescheid, wenn ihr bereit seid. Ja, bin bereit. Ich auch. Okay. 3, 2, 1. Ja, da sind wir. Die Waffen sind natürlich jetzt auch noch nicht der Burner, weil wir einfach mal Standardwaffen haben, alle. Ja, die sind aber schnell platt. Ja, das geht. Also das ist ja jetzt echt noch erster Schwierigkeitsmodus. Ja, ich bin das. Ich komm nicht rein. Ja. Ich kann jetzt wie bei Borderlands. Oh, fuck. Wir können sich ja gleich wieder runterfahren. Die kommen schon von hinten. Schaff es. Wir fahren sofort wieder runter. Oh Gott. Wir sind auf dem Weg runter. Oh mein Gott, ja, ich sterbe! Echt, bist du gestorben jetzt? Nein. Aber es kommen immer wieder Einheiten. Wir hören dich schon. Nein, manchmal werfen die Jungs auch Granaten. Mann, oh fuck, da sind sau viele hinten. Wir kommen. Okay, ja komm, schnell Aufzug. Ich fahr jetzt hoch. Wir haben uns eh ausgelockt gerade eben. Genau, wir fahren einfach. Alle da. Ja, die drücken halt von allen Seiten dann irgendwann. Oh, das war mal ein langer Aufzug. Das war das letzte Mal nicht so. Ist dann zufällig. Ja, also die Levels werden immer zufällig gebaut. Und auch gar nicht mal so unhübsch, finde ich. Oh. Ah! Und hier gibt es noch, das ist jetzt eine Alien-Rasse, vielleicht gibt es auch noch andere. Das hast du schön gemacht, Säcke. Was dann? Schnipp, schnapp. Ich hacke. Was ist das? Ach, du hackst wieder? Also das Puzzle ist wirklich nur, du musst Scheiben drehen, die dann zueinander passen. Mehr ist es nicht. Ja, es wird nicht wirklich anspruchsvoll. Etwas halt. Und zwischendurch, glaube ich, gibt es auch Bosskämpfe. Da musst du dann dementsprechend aufpassen, dass dich die Bosse nicht killen. Weil die halt mit dick Panzerung und alles aufwarten. Okay, ich geh mal von hinten ran. Oh! Was ist das denn jetzt? Ich komm mit, Henrik. Oh, es sind sau viele. Ja. Ah! Da kommt ein Fetter. Yay, ich hab wieder eine Karte. Feuerrate plus 12%. Schau mal, Henrik. Karte. Was denn? Immer unten auf die Treppe, hier. Schau mal, von hier hoch. Was denn? Und jetzt? Moment. Ja, nee, bleib mal. Achso, ja, hoch. Okay, und? Yeah! Das ist auch, wenn du springst und schießt, dann machst du so einen Shoot-Dodge. Das sieht cool aus. Ja, die Animationen sind echt cool. Animationen gefallen mir echt gut. Kann ich auf die Treppe hoch? Ja. Das ist schon schön schnelles Gameplay schon, das gefällt mir. Ja. Level up bekommen. Ach so, nee, du bist ja ein Freund. Nicht. Huch. Hey. Ah, es ist schon. Warte mal, lass mal kurz sammeln. Ganz kurz. Oh, da ist auch noch einer. Das ist auch wieder genauso. Ihr könnt einen Headshot sammeln für kritische Treffer. So, hier haben wir noch einen Ausrüstungsraum, glaube ich. Ja, hier liegt noch ein bisschen Kram rum. Macht halt Sinn für den ganzen Shop. Und ich glaube, habt ihr jetzt auch Credits bekommen? Ja. Ja gut, dann wird das wieder geteilt. Und es gibt hier so rote Fässer, da müsst ihr aufpassen, die explodieren halt. So wie das halt irgendwie bei allen Spielen ist. Ich habe vorhin auf eins draufgeschossen, da ist nichts passiert. Ne? Also ich habe auch rote gesehen, die sind schon mal explodiert. Oh, ist das geil. Ja. Das sieht so cool aus mit diesem Sliden. Sliden ist das Beste, was es in Spielen gibt. Achso. Ja. Wie man da die Lage so schön checken kann. Oh, die Tür einfach zugemacht.
Oh. Ah, scheiße, da haben uns die Tür zugemacht. Ich hack Hacker. Ich bin Hacker. Ich bin Hacker. Ich hocke dich tot. Ich bin Hacker. So. Oh, man sieht natürlich ein bisschen wenig. Ja, lass uns erstmal den Raum hier nochmal kurz. Hier ist noch eine Truhe. Da waren aber nur 3 Credits. Ja, es wäre Credits drin. Hier ist noch ein Raum. Da ist auch nochmal eine Truhe zum Zerschlagen. Ja, es hat ein bisschen. Es ist eine kleine Mischung wegen Diablo, wegen dem ganzen Loot finden und so. Es ist eine kleine Mischung. Science Fiction, oder eine große Mischung, es ist ein bisschen fernöstliches Ninja-Gehabe, es ist irgendwie alles ein bisschen drin. First-Person-Shooter, coole Moves, wenn man nicht gerade gegen Wand slidet. Waffen auswählen, hochleveln, also ich glaube, das ist zumindest eine ziemlich vernünftige Mischung und es wird halt auch ständig, jetzt gerade eben, sehr stark gepatcht. Da kann man also noch gespannt sein, was da noch kommt. So, weiter? Ja. Bisheriges Fazit so, erster Eindruck? Sehr schön. Spaßiger als gedacht. Ich bin skeptisch. Ja, Science Fiction und so, ja, ja, ja. Oh nee, hier waren wir schon, Entschuldigung. Dann kann ich gleich nochmal sliden. Ist das geil. Hier ist ein rotes Fass. Das steht auch explosives Fass dran, also geht. Ja. Das ist ein explosives Fass. Hier. Yeah. Aber ich habe die bisher noch nie effektiv benutzen können. Extraktionspunkt erreicht. Ist das das eine Level? Nee, ach nee, das ist ein Checkpoint, glaube ich. Wahrscheinlich. Und was ich geil fände, wäre noch, wenn man sich an Wände anlehnen kann. Das fehlt mir so ein bisschen. Vielleicht habe ich auch die Taste einfach nicht dafür. Brauchst du Maustaste 5. Oh, das ist der Ausgang. Da würde ich jetzt noch nicht gerade hingehen. Ich würde noch mal ganz kurz hier gucken, ob hier... Wow, irgendwas schießt. Nee, das war ich. Nee, hab ich immer gemacht. Das war Items. Ich. Du machst Wabble. Wabble. So, das ist auch noch gar keine lange Mission. Ihr könnt das auch alleine spielen, dann ist der Schwierigkeitsgrad aber, finde ich, wesentlich höher. Ja, auf jeden Fall. Und ja, wir können jetzt hier eigentlich... Oh, da sind neue Gegner. Und angeblich gibt es auch Stealth-Kills, wobei ich die noch nicht gesehen habe. Die hier konnte ich mir leider noch nicht erarbeiten. Aber ich glaube, wir haben sie alle. Ich glaube, das war's. Ja, okay, ich komme auch zum Extraktionspunkt. Hier läuft nämlich eine Zeit jetzt ab. Ich laufe einfach jetzt auch mal hin. Warte auf Mitspieler. Jetzt. Das war's. Ja, war am Ende seht ihr halt nochmal, was ihr bekommen habt. Ich habe eine Karte bekommen, Ganzlinger, 1300 Punkte. Ich habe aufgelevelt, meine Waffen haben aufgelevelt. Ich habe gar keinen Gegenstand bekommen. Nee, das ist halt Glückssache. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Das ist halt Glückssache. Aber hast du die 1300 Kärtchen-Dinger bekommen? Ja. Ja, das glaube ich, kriegt jeder gleich viel. Ah gut, okay. Dann seht ihr halt nochmal eine Auswertung, wovon ihr euch nichts kaufen könnt. Aber ihr könnt dann angeben, hey, ich bin... hab am meisten Gegner getötet oder so. Oder hey, ich bin 6-mal gestorben oder so. Dann könnt ihr euch nochmal Belohnungen ansehen. Bonus-Credits, Missions-Credits, Missions-EP, etc. etc. Ja, und ich glaube, ich bleib dran. Mir macht das Spaß. Es ist halt ein schnelles Action-Game mit so ein bisschen Taktik, dass du guckst, wie gehst du am besten vor. Viel mit Aufleveln und so, aber es ich find's interessant. Und eure erster Eindruck nach wie vor? Gefällt mir gut. Also ich finde es spannend. Das ist mal, es hat die üblichen Elemente, aber irgendwie mal etwas anders zusammengewürfelt. Also durchaus gefällt. Also ich muss sagen, es hat so die Balance zwischen... ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Aber ich fand, es waren zu wenig Gegner da, sodass man überhaupt, also dass überhaupt jeder dazu kam, irgendwas abzuschießen. Das war die erste Map, die allererste. Ja, aber das fand ich, das hat keinen guten Eindruck bei mir hinterlassen und außerdem bin ich sowieso total voreingenommen, weil es im Weltraum spielt und weil es mit Aliens zu tun hat und das mag ich nicht. Naja, es spielt aber in unserem Sonnensystem tatsächlich. Also es kann sein, dass es nach unserer Apokalypse spielt, quasi, dass diese komischen Wesen alles kaputt gemacht haben.
Und das ist ja so asiatisch angehaucht, deswegen weiß man nicht. Ja, das ist mir egal. Svenja? Nach dem Tutorial dachte ich so, naja. Ja. Das Tutorial hat mir nicht so gefallen, aber jetzt bin ich doch positiv überrascht und ich glaube, ich werde es auch ein bisschen weiterspielen. Aber das finde ich auch, das Tutorial fand ich total beschissen. Es war echt? Eines der schlimmsten Tutorials, was ich jemals in meinem Leben gespielt habe. Echt? So schlimm? Ja. Ich fand es echt richtig beschissen. Oh. Ja, es war alles weiß und man musste in diesem Kreis stehen und keine Ahnung. Ja, und nein, musste man nicht drinnen stehen unbedingt. Ja, aber man musste immer zurück, damit es abgeschlossen wird. Na gut, das stimmt. Und alles war so grell und man hat nichts gesehen und so und oh, nee. Cool, ich kann meine Waffe auch anmalen. Ich mach die jetzt rot. Ich hab alles grün gemacht. Oh, ich hab auch alles grün gemacht. Oh ja, wir sind ja Brokkolis, stimmt. Ich mache alles grün. Okay, damit will ich die erste größere Aufnahme hier einmal beenden und würde wahrscheinlich, ich denke mal, da das so ein nettes, schnelles Gameplay ist, würde ich da wahrscheinlich öfters nochmal was von zeigen, dementsprechend. Und ja, da würde ich sagen, dieses Let's Play zu Ende erstmal. Das war lustig. Auf ein nächstes Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.